Lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Festgemeinde, mir wurde in letzter Zeit öfter die Frage gestellt, die für mich ehrlich gesagt gar nicht so leicht zu beantworten ist. Diese Frage, sie klingt immer wieder ein wenig anders, aber im Kern lautet sie: Wie schaut denn der Alltag von euch als Pfarrer Ehepaar denn so aus? Abgesehen davon, dass wir beide, Sabine und ich, Pfarrerin und Pfarrer sind, und das noch dazu in derselben Pfarrgemeinde, das ist auch eher eine Seltenheit, wie schaut denn der Alltag eines Pfarrer Ehepaars also nun aus? Ich könnte jetzt so antworten: 6 Uhr in der Früh Wecker. Wecker vorerst ignorieren, dann entsetzt feststellen, dass schon entscheidende Minuten verstrichen sind. Also schnell Kinder aufwecken, die Schule und der Kindergarten machen. Die Kinder schließlich mit Nachdruck überzeugen, Schule und Kindergarten warten. Denn 7:30 Uhr ist schon recht bald. Da muss die Ältere bei der Garderobe der Schule stehen, mit vorher frühstücken, Zähne putzen und anziehen. Sportlich, aber irgendwie machbar. Aber war doch noch was. Einer von uns hat selbst in der ersten Stunde Schule, Religionsunterricht, also Arbeitsaufteilung. Einer bringt die Kinder, der andere bricht schnell zur Schule aus. Denn wenn der Lehrer oder die Lehrerin zu spät kommen, schaut das auch nicht gerade gut aus. Falls kein Religionsunterricht, dann Termine checken. Welche Gespräche und Termine stehen an? Wo muss ich mit dem Auto hinfahren? Und Samstag ist ja auch meine Taufe und Sonntag der Gottesdienst. Okay, das kann ich dann etwas später vorbereiten. Jetzt mal zum Schurfix mit den Hauptamtlichen. Frage an Sabine: Wie schaut denn dein Nachmittag aus und wer holt die Kinder wieder ab? Großeltern anrufen, denn wir haben jetzt festgestellt, wir haben beide Paralleltermine. Gott sei Dank haben wir die Großeltern vor Ort in Klagenfurt. Und dann regelmäßig der Blick aufs Handy. Hat es nicht gerade geläutet? Vielen Ehepaaren geht es in dieser Zeit wohl überhaupt nicht anders als uns. Eltern von zwei Kindern, Beruf und Familie, Termine und Freizeit, eben alles, was dazugehört. Also, wie schaut nun der Alltag eines Pfarrer-Ehepaars aus? Ja, so wie bei vielen anderen eben auch. Ich könnte jetzt auf diese Frage auch anders antworten. Mit einem Bibelvers, wie es vielleicht ab und zu auch für einen Pfarrer ganz gut ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das steht im Hebräerbrief im Neuen Testament. In dieser doch schon sehr alten Lebensweisheit stecken zwei wichtige Erfahrungen.
die Hoffnung und die Überzeugung. Etwas, was uns als Pfarrer-Ehepaar doch täglich begleiten sollte. Die Hoffnung und die Überzeugung. Die Überzeugung von dem, was wir tun. Dabei ertappen wir uns immer wieder, dass wir beide uns manchmal genau darauf auch wirklich zurückbesinnen sollten. Den Alltag als Ehepaar, als junge Eltern, als Pfarrerin und Pfarrer, ja, er kann durchaus stressig sein, wie bei so vielen Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. Da hilft es schon, diese Zuversicht, diese Hoffnung wirklich als Begleitung wahrzunehmen. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber gilt genau diese Einstellung für den Alltag nur ganz exklusiv für ein Pfarrer-Ehepaar? Das denke ich nicht. Das zeigt auch dieses Lied, dieses Bild hier am Liedblatt, was wir drinnen haben. Das ist auch für unsere Einladung zur heutigen Amtseinführung entstanden. Eine Kirche aus kleinen Holzbausteinen. Das Bild ist eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt. Uns wurden diese Bausteine zur Verfügung gestellt. Mit diesen Bausteinen wurde dann die Kirche geplant und gestaltet. Und schlussendlich ist daraus dieses Foto entstanden. Die Kirche hier am Foto symbolisiert Kirche im eigentlichen, tiefsten Sinne. Diese farbigen Bausteine als Hoffnungsbausteine für die Zukunft unserer Gemeinschaft, unserer Kirche. Eine vielfältige Gemeinde, in der jede und jeder seine feste Bedeutung hat. Manche dieser Hoffnungsbausteine stützen schon sehr lange das Fundament dieser Kirche. Andere Bausteine sind noch auf der anderen Seite, aber eingeladen, ein Teil dieses großen Ganzen zu werden. Und dann steht da noch, zumindest auf der Einladung zu unserer Amtseinführung, noch dieser Spruch, den schon der Apostel Paulus vor knapp 2000 Jahren geschrieben hat, der hier einfach hierher dazu passt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Jedes Gebäude braucht einen Grundstein. Einen Stein, der zuerst gelegt wird, der als erstes da ist und auf dem alles andere aufbaut. Jedes Gebäude, auch unsere Kirche. Vor uns haben schon viele Menschen an dieser unserer Kirche gebaut. Viele Pfarrer und Pfarrerinnen haben hier gewirkt. Viele Ehrenamtliche haben sich mit ihren Ideen eingebracht. Viele Gemeindemitglieder haben in verschiedensten Gottesdiensten Freud und Leid miteinander geteilt. Viele dieser Menschen sind und bleiben unvergessen und haben das Bild unserer Kirche nachhaltig und für immer geprägt. Vieles ändert sich nun in der Zusammensetzung der Bauleute, die weiter an dieser Kirche bauen. Nicht nur wir Pfarrer werden heute neu amts eingeführt, auch die gesamte Gemeindevertretung wird bald schon neu gewählt. Und viele unserer altgedienten, langjährigen und wertvollen Mitarbeiter und MitarbeiterInnen werden nicht mehr an vorderster Front weiterbauen. Vieles wird sich ändern. Neues wird entstehen,
Neue Ideen werden den einen oder anderen neuen Akzent in unserer Bausubstanz setzen. Altes wird vergehen. Vielleicht nicht alle Bausteine genauso weiter eingesetzt werden wie bisher. Aber alle vor uns und mit uns und nach uns wollten und wollen mit all ihren Bemühungen letztlich immer das Gleiche. Nämlich die Kirche Jesu Christi bauen und seine Kirche sein. Er ist der Grundstein, an dem wir uns alle orientieren bei unserer Arbeit, Haupt- oder Ehrenamtlich. Denn wir alle sind berufen, Bauleute an seiner Kirche zu sein. Im Zusammenhang mit dieser Berufung ist mir ein Satz aus dem ersten Petrusbrief besonders wichtig geworden. Ich habe ihn schon bei meiner Ordination vor fast ganz genau 10 Jahren zitiert und möchte das heute wieder tun. Dort heißt es: Seid allzeit bereit, Zeugnis zu geben vor jedermann über die Hoffnung, die in euch ist. Dieser Satz ist für mich die perfekte Zusammenfassung eines jeden Amtsauftrages, so technisch die sich auch manchmal anhören. Seid allzeit bereit, Zeugnis zu geben vor jedermann über die Hoffnung, die in euch ist. Nichts anderes tun wir in unserem Alltag als Pfarrer und Pfarrerin. Um diese Hoffnung geht es uns. Wenn wir sonntags auf der Kanzel stehen, wenn wir die Taufe eines Kindes feiern, wenn wir am Sterbebett beten oder am Friedhof Abschied nehmen. Aber auch wenn wir mit Konfis und Schülerinnen arbeiten und diskutieren oder wenn wir miteinander in unserer Gemeinde mitten im Alltag ins Gespräch kommen über das, was uns bewegt, jeden Einzelnen von uns und alle miteinander. Ja, selbst noch, wenn wir in endlosen Sitzungen versuchen, sorgsam mit den Gütern umzugehen, die uns als Gemeinde anvertraut sind. Und auch wenn der Kollege am Arbeitsplatz fragt: Du bist doch evangelisch, was glaubt ihr denn so? Oder wenn wir auf der Straße Unrecht beobachten und gemeinsam erste Schritte zum Guten der Gegenwart. Zeugnis zu geben über die Hoffnung, die in mir ist, ist nicht nur mein Amtsauftrag als Pfarrerin. Es ist auch Ihr und Euer Amtsauftrag als Gemeindevertreter, Presbyterinnen und Mitarbeiter dieser Pfarrgemeinde. Es ist unser aller Auftrag als Christen und Christinnen in der Welt. Zeugnis zu geben über die Hoffnung, die in uns ist. Nämlich die Hoffnung, dass all unser Tun und Lassen geborgen ist in Gottes Hand. Und dass wir gemeinsam Tag für Tag und Stück für Stück immer mehr auf den hin zuwachsen, der unser Grund und unser Ziel zugleich ist. Jesus Christus. Amen. Thank you.
Frauen in den Dienst der Kirche. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir bitten für Gregor, Sabine, Sarah und Simon und für alle, mit denen sie zusammen leben und arbeiten, dass wir einander verbunden bleiben in guten und weniger guten Tagen, im Vertrauen und gegenseitigem Verstehen. Herr unser Gott, wir bitten für die, die sich in den Dienst der Gemeinschaft stellen und in diesen Tagen wählen und gewählt werden. Wache über jene, die Verantwortung für andere übernehmen und dafür Opfer bringen. Wir bitten dich für alle, die dein Evangelium verkünden, ob im Haupt- oder Ehrenamt. Lass sie Erfüllung finden in dem, was sie tun. Schenke ihnen Freude an dir. Und wenn sie sich einsam und ausgebrannt fühlen, stärke sie immer wieder mit der Kraft deines Geistes. Herr unser Gott, immer wieder gilt es, Brücken der Verständigung zu suchen. Hilf uns, diese zu finden, im Kleinen, mit unseren PartnerInnen, in unseren Familien und im Miteinander in der Arbeit und hier in unserer Gemeinde. Wo Krieg, Gewalt und Verfolgung drohen, gibt den Verantwortlichen die Einsicht zur Umkehr, damit sie Brücken des friedlichen Miteinanders sehen und gehen können. Herr unser Gott, wir bitten dich angesichts der Eindrücke und Bilder, die uns ganz aktuell erreichen und erschrecken. Du bist ein Gott des Friedens. Das hast du uns durch Jesus Christus vorgelegt. Wende dich nicht ab von dieser verwundeten Welt, von den Kriegsschauplätzen dieser Welt. Wir denken heute ganz besonders an Israel und die Ukraine. Gib den Mächtigen die Weisheit, den Frieden zu wählen, eine Hand auszustrecken und die Versöhnung zu suchen. Sei bei den Menschen, die diese Tage so viel Leid erfahren. Schütze sie durch deinen Arm. Lass sie deine Begleitung und Liebe spüren. Und all unsere Wünsche, all unsere Hoffnungen können wir in das eine Gebet legen, das uns Jesus Christus selbst zum Leben gelehrt hat, als Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht's hin mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Er segne deinen Körper und deine Seele. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. In Liebe und Güte mögest du leben. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Gott möge dich nicht aus seiner Hand gleiten lassen, Tag und Nacht, in Zeit und in Ewigkeit. Segne dich, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Schwestern und Brüder im Glauben, als Ehrengäste begrüße ich Sie euch alle zu diesem freudigen Anlass, zu diesem festlichen Gottesdienst. Und ich danke Gott für die Amtseinführung des Pfarrer-Ehepaares, wie es in der Zeitung stand. Gregor und Sabine oder Sabine und Gregor Schwoli, die Reihenfolge können Sie sich dann selbst aussuchen. Ich freue mich, hier vor einer freudigen Gemeinde zu so einem schönen Anlass zu stehen. Ich begrüße herzlichst alle Geistlichen von nah und fern, alle Gemeindemitglieder und alle Gäste. Aber es müssen auch bei so einem Anlass einige namentlich genannt werden. So freut es mich besonders, dass die Doppelspitze unserer Superintendentur, die Superintendentialkuratorin und der Herr Superintendent hier mit uns diesen Gottesdienst feiern. Doch wie ich in meinen Gesprächen mit Rektor Hubert Stotter feststellen konnte, es gibt nicht die evangelische Kirche und die Diakonie, sondern wir sind eins und die Diakonie ist unsere Diakonie. Und so begrüße ich herzlichst die Konrektorin Astrid Körner hier unter uns. Doch wir bauen Brücken und wir bauen die Brücken in der Ökumene und bauen sie hier zur römisch-katholischen Kirche, vertreten durch den Bischofsvikar Pfarrer Hans-Peter Premur, und zur altkatholischen Kirche, vertreten durch Pfarrer Thomas Schulz. Und wir bauen auch die Brücken in die Ferne. In einem vereinten Europa gibt es für uns keine Grenzen. Trotz der Ferne seid ihr uns im Herzen immer nah, und so begrüße ich die Vertreter der Partnergemeinde aus Hermannstadt, Pfarrer Klaus-Martin Unsch und Christian Greco, recht herzlich unter uns. Wir bauen aber auch eine Brücke in die jüngere Vergangenheit. Und so freut es mich, dass die Amtsvorgängerinnen Lydia Burchardt und Lutz Lehmann trotz Ruhestand immer noch den Weg gern in die Johanneskirche finden. Das hat sich einen Applaus verdient. Und ich möchte euch beiden besonders danken, dass ihr euren Ruhestand auch zum Unruhestand macht und uns immer wieder mit euren Gottesdiensten hier den Glauben auch weiter stärkt und festigt. Ich darf nun um einige Grußworte bitten und darf sozusagen den mit der weitesten Reise bitten, den kurzen Weg hier zum Rednerpult, zum Hamburg zu machen. Pfarrer Klaus-Martin Unsch von der Partnergemeinde aus Hermannstadt. Bitte um deinen Gruß. Liebe Schwester Sabine, lieber Bruder Gregor, werte Vertreter der Kirchengemeinde, liebe Amtsgeschwister, liebe Schwestern und Brüder, ich muss ehrlich sagen, dass ich meine Reise hierher mit gemischten Gefühlen angetreten habe. Kunstpause. Aber das ist was Natürliches, denn wir haben alle zu jedem Anlass unterschiedliche Gefühle. Es war auf jeden Fall die Freude, an diesem Ereignis teilnehmen zu dürfen. Es war die Ehre, dass ich das tun darf im Namen der Kirchengemeinde, in der ich diene, Hermannstadt, dass ich die Gruß- und Segensworte weitergeben darf. Es war die Neugier, wie wird das verlaufen, was
darf ich für Neuigkeiten mitbringen oder mitteilen. Das war das Lampenfieber, wie vor einer Reise, die so an die 1000 Kilometer dauert. Es war, und jetzt kommt es, ein bisschen Neid. Ich denke daran, in einem unserer Dekanate zum Beispiel wird nächstes Jahr der Dechant auch der einzige Pfarrer im Berufsalter sein. All die anderen Kollegen sind im Unruhestand, 65 plus. Und daher sage ich jetzt von uns aus, in manchen Situationen ist es nicht selbstverständlich, dass eine solche Situation beibehalten werden kann, eine Kontinuität, ja, dass Nachwuchsprobleme nicht überwältigend sind und nicht deprimierend wirken, dass die Probleme, so wie ich den Eindruck habe, ich möchte jetzt nichts schönreden, aber ich habe den Eindruck, die Probleme, die ihr hier habt, die sind scheinbar die meisten im Bereich des Lösbaren. Und ich hoffe, ja, ich hoffe, dass es so wird oder so, so bleibt. Dann kam noch das Problem hinzu, bestimmt wird man so schöne Worte hören und wir haben so schöne Bilder gerade gehört, biblische Verse. Dachte ich, vielleicht versuche ich es mal mit dem, was ich mitgebracht habe, denn es ist recht und billig, weil ihr ja im Schweiße eures Angesichtes nicht nur in diesem Sommer überhaupt dazu beigetragen habt, dass im, zum Beispiel in Schellenberg Früchte, die Felder Früchte tragen, auch im wörtlichen Sinne. Und da dachte ich, ja, das geht gut mit den verschiedenen Teesorten, auch mit der Mirabellenmarmelade, selbst mit dem eingemachten Estragon, das ich dann übergeben werde. Schwierig wird es aber mit dem Mirabellenschnaps. Da dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Gutes in diesem Sinne. Und deshalb möchte ich ein Wort aufgreifen, das, glaube ich, hier schon gesagt worden ist. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus deinem Worte im Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu dir zurückkommen, sondern wird tun, was Gott gefällt und es wird gelingen, wozu Gott es sendet. Das wünsche ich euch mit. Dieses Gemisch der Gefühle in eurem Miteinander und Füreinander mit den ehrenamtlichen, hauptamtlichen Mitarbeitern in allen Bereichen, wo ihr weiterhin tätig sein werdet. Ihr kennt das Gemisch selbst besser. Was da an Freude, an Neugier, manchmal vielleicht auch Unsicherheit, vielleicht auch Zweifel, aber auf jeden Fall Zuversicht und Hoffnung dabei ist, wenn es darum geht, nach wie vor Menschen das Wort Gottes zu vermitteln. Denn die einen wollt ihr wachrütteln, dass sie dankbar erkennen, wem sie ihr Leben verdanken. Die anderen müsst ihr vielleicht an das Teilen erinnern. Ihr wollt vielleicht darauf hinweisen, dass das, was in dem Wort Gottes steckt, ihr seid ja quasi die Instrumente. Ihr gebt das weiter. Ihr wollt den Traurigen Trost spenden, sie wieder aufrichten. Und die Reihe geht in diesem Sinne weiter. Und dieses Wort, dass es Frucht bringt, wünsche ich euch nach wie vor mit den Segenswünschen von meinen Amtsbrüdern in der Kirchengemeinde und von der Frau Kuratorin, die mir besonders ans Herz gelegt hat, dass sie in Gedanken mit uns ist. Und mögen wir weiterhin an solch freudigen und segensreichen Ereignissen im Geist und im Sinne auch unserer Partnerschaft teilnehmen. Gott schütze euch, behüte euch, gebe euch Kraft, Zuversicht und Freude für euren Dienst. Danke. Ist der Herr Bischofsvikar Grenur schon unter uns? Nein.
dann darf ich dich herzlichst um deinen Gruß bitten. Aber Herr Pfarrer, welches ist gerade Ihr Sinn jetzt beginnen? So macht man Presse. Ich verspreche mich auch, ich spreche kurz. Sehr geehrter Herr Superintendent, liebe Sabine, lieber Gregor, geschätzte Vertreter der Ökumene, geschätzte Schwestern, Brüder im geistlichen Amt, werte Lektorinnen, vor gerade einmal einem Monat haben wir an einem schweißtreibenden, sonnigen Tag Pfarrer Lutz Lehmann in den Ruhestand verabschiedet. Wir alle wissen und hoffen zugleich, dass er nicht so ganz abtauchen wird. An diesem Tag konnten wir mit Dankbarkeit in die vergangenen Jahre blicken auf ein reiches Wirken und auf viel gemeinsam Erlebtes. Natürlich liegt über solchen Veranstaltungen auch immer ein Hauch an Sentimentalität. Und das ist wohl auch das übliche Empfinden, das man hat, wenn man mit Lutz eine Epoche verabschiedet hat. Diese Geschichte dieser eurer Gemeinde setzt sich aber fort. Künftig werdet ihr beiden, Sabine und lieber Gregor, als Team die Geschicke der Gemeinde und auch mit einem wachen Ohr in die Gemeinde hineinführen. Ihr beide seid bereits gut verankert mit der Gemeinde, mehr als vertraut. Und ich bin als jemand, der gerade einmal anderthalb Jahre hier ist, hier in Klagenfurt, ja, ich kenne es gar nicht anders, als dass ihr ein voll integrierter Bestandteil dieses Teams seid. Und ich denke mal, als Teamplayer kann sich die Gemeinde glücklich schätzen, dass ihr hier seid. Der Boden ist bereitet. Und auch wenn das Engagement unserer Mitmenschen, und das sind Gemeindeangehörige nun mal auch, allgemein nachlässt, so schaut ihr immer noch auf viele Engagierte, die es euch gelungen ist, zu interessierten Unterstützern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Sowas kann man nicht verordnen, sowas ist ein Geschenk. Auch ihr beide seid ein Geschenk. Ein Geschenk an diese Gemeinde, die ihr nun beide seit Anfang September auch offiziell leitet. Nein, Neulinge seid ihr hier nicht. Ihr seid hier in der Gemeinde aufgewachsen, konfirmiert worden und seid beide bestens hier verwoben und begleitet eine gut, ich glaube, 4000 Personen starke Gemeinde mit vielen Angeboten. Und für alles und für jeden ist auch was dabei. Aus der Geschichte der Gemeinde habe ich erfahren, dass die altkatholische Gemeinde nach ihrer Gründung bei euch in der Johanneskirche als Gastgemeinde freundlich aufgenommen wurde. Von 1898 bis 1945/46 durften wir eure Gäste sein. Immerhin fast ein halbes Jahrhundert. Und inzwischen ist schon wieder ein weiteres ganzes Menschenleben drüber gegangen. Dass wir auf verschiedenen Ebenen im Gespräch geblieben sind, ist heute mehr als einfach nur eine billige Tradition, die es um die brennende Kerze herum wach zu halten gilt. Bitte sind wir, glaube ich, drüber weg. Denn es gibt ja eine Verpflichtung, die uns allen Christen aufs Herz geschrieben sein sollte, nämlich diese eine, den ungeteilten Christus mit den vielen Gesichtern unserer Kirchen zu bekennen. Mehr denn je ist authentische und einladende Christusnachfolge allen Christen guten Willens zur Verpflichtung geworden. Denn was immer uns auch trennen mag, ungleich viel mehr verbindet uns. Ja, verweist uns sogar aufeinander. Dazu möchte ich dich, lieber Gregor, und dich, liebe Sabine, und die vielen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Gemeinde auffordern, auch weiterhin das einladende und freundliche Gesicht dieser Gemeinde nach außen zu zeigen und nach innen weiterhin zu leben. Ich mache die Erfahrung, wann immer ich über den Tellerrand
der eigenen Gemeinde blicke, wird auch mehr vom lebendigen Christus erlebbar und erfahrbar. Dann haben Ökumene-Veranstaltungen wieder die Chance, von einer Pflichtveranstaltung für Berufschristen zu einer zeugnisgebenden Gemeinschaft in Christus zu werden. Dazu möchte ich euch und Sie alle ganz herzlich einladen, in unserer Verschiedenheit dem einen Christus zu folgen. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch und mit Ihnen, die sich überproportional stark auch im ökumenischen Prozess betraut sind und auch ganz engagiert mitmachen. Ihnen einen herzlichen Dank und ich freue mich auf eine schöne Zusammenarbeit mit euch. Danke herzlich dem Vertreter der altkatholischen Kirche, Pfarrer Thomas Schulz, und darf nun Herrn Bischofsvikar Pfarrer Heinz-Peter Premur ans Rednerpult bitten. Ah, das ist er jetzt mit. Danke vielmals, Herr Buschnick. Ich bin, wenn ich meinen Kollegen von der altkatholischen Kirche sehe, etwas underdressed, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir haben heute in unseren Lesungen gelesen, dieses berühmte Psalmwort, das auch durch das Zitat Jesu selbst dann zu einer Ipsissima Vox geworden ist: der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Liebe Sabine, lieber Gregor und liebe Amtsträger, das ist uns entgegengeworfen, die wir als Amtsträger Bauleute sind. Wir dürfen auf die Essenz nie vergessen. Möge das so bleiben, möge das immer wieder zurückkehren zu diesem Punkt, dass uns dieser Jesus Christus, wie er uns berufen hat und in uns aufgebrannt ist, auch unsere eigenen Konstruktionen, Vorstellungen von Kirche, auch wenn sie noch so schön sind, immer wieder überlaufen hilft und dass wir immer wieder auf Jesus zurückkommen, egal welcher Konfession wir angehören. Das wollte ich einmal am Anfang sagen, denn Bauleute zu sein, ist eine schwierige Angelegenheit. Ich möchte auf die Ökumene zurückkommen, die wir ja ein bisschen schon kennengelernt haben miteinander. Sabine, wir haben gemeinsam über die Zukunft der Welt nachgedacht und was für Bedeutung die Religionen für die Zukunft der Welt haben. Unter dem Aspekt der großen Herausforderungen, vor der wir stehen. Es ist eine Riesentransformationszeit, in der wir uns befinden. Und die Kirchen werden auf ihre Weise da hineingesaugt und werden vielleicht auch Federn lassen müssen, aber vielleicht finden wir doch einen ganz tollen Neustart in schwierigen Zeiten. Einen Neustart, der speziell, wenn jemand neu anfängt, auch einen Segen hat, denn in dem Neuen liegt ja unglaublich viel Bewundernswertes und auch viel Energie. Ich habe erlebt, dass diese Kirche auch, nicht nur weil sie am Lendkanal ist und am Lendhafen ist, auch ein sicherer Hafen für viele Migranten gewesen ist. Das ist etwas, das mich an dieser Kirche immer fasziniert hat, an der Johanneskirche. Ich hoffe, dass das weiterhin auch so bleiben kann und dass wir gerade in der Migrationsfrage und in der Frage mit den Geflüchteten weiterhin nicht nur theologisch, ökumenisch arbeiten, sondern da auch wirklich praktisch miteinander am selben Strang ziehen. Was wir übrigens auch in diesem Ausschuss tun, wo auch Lydia Burkhardt, Lutz Lehmann, vielleicht auch dann jemand von euch dabei ist, damit dieses Gespräch der Kirchen untereinander zum Thema Migration nicht ein einseitiges ist, sondern dass wir da auch zusammenhalten. Wenn ich so auf eure Einladung schaue, da fällt mir da etwas ein, das ich mit meinem Segenswunsch verbinde. Mögen eure Pfarrglieder, Mitglieder, Mitgliederinnen Bauklötze staunen, so wie die zwei Bauklötze da vorne zu sehen sind, und mögen auch wir immer wieder Bauklötze staunen und staunen über das Geheimnis der Heiligen Schrift. Denn gerade aus den Perspektiven, die jetzt in der Welt auch virulent sind, lesen wir ja vieles auch aus der Heiligen Schrift mit einem neuen Auge. Gerade die Schöpfungsverantwortung ist es. Oder auch vielleicht der Dialog unter den Religionen ist es. Das sind Dinge, die vorher eben nicht so ein Thema waren, die jetzt auf uns zukommen. Und da brauchen wir auch
Man könnte sagen, das Leitbild, das uns ja im Herzen eingeschrieben ist. Unseren Herrn und Bruder Jesus Christus. Gottes Segen für euch beide. Ist sie dann die neue Rektorin der Diakonie de la Tour unserer evangelischen Diakonie. Darf dich herzlichst um ein Grußwort. Herzlichen Dank für diese wohlwollenden und verbindenden einleitenden Worte. Das finde ich richtig schön, weil da sagst du immer ich, Diakonie und Kirche. Ich weiß nicht, wie wir dieses Begriffspaar auseinanderdröseln sollen. Es ist unsere Kirche und unsere Diakonie, und das sage ich jetzt aus meiner Person aus beiden Blickrichtungen. Liebe Festgäste, liebe Sabine, lieber Gregor, Diakonie und Kirche haben viele gemeinsame Wege erlebt schon, so wie wir auch. Und ich kann nicht umhin, ich brauche kein biblisches Wort und kein Segenswort mehr machen, aber dafür eins ist der Diakonie und ein persönliches. Uns verbinden schon 20 Jahre Geschichte. Wir haben uns vor fast 20 Jahren, glaube ich, beim Theologiestudium kennengelernt in Wien und haben da intensive Wegweisen miteinander erlebt. Ich kann mich erinnern, Gregor, du und ich sind bei der Hebräischprüfung zusammengesessen und haben uns dann durch einen hebräischen Text durcharbeiten müssen. Und waren in unserer Geschwisterlichkeit ein bisschen herausgefordert, weil man hat uns aufgefordert, uns wechselseitig zu korrigieren, wenn man einen Fehler beim anderen bemerkt hat. Und das war schon wirklich gemein, wenn man selber in einer Prüfungssituation sitzt. Aber wir haben das gut gemeistert, wir haben beide hebräisch gut bestanden. Und auch Sabine, du und ich, wir haben schon vieles miteinander im Rahmen des Studiums in Wien erlebt. Und wie der Himmel es wollte, hat es uns euch wieder, mich auch nach Kärnten verschlagen, wo wir jetzt auch miteinander tätig sind und uns auch freundschaftliche Gespräche verbinden. Gerade bei eurem Predigtgedanken habe ich schmunzeln müssen. Wie geht es einem Ehepaar in einem Pfarrhaus? Also da kann ich auch noch ganz viel dazu beisteuern. Ich glaube, da werden wir uns noch unterhalten. Wir sind nun da in Kärnten, um gemeinsam evangelische Landschaft zu gestalten, zu entfalten und zum Glänzen zu bringen. Und wir tun das nicht, weil es unsere glorreiche Idee ist, das zu machen, sondern wir wissen uns tief hinein verbunden in einen Sendungsauftrag, der von einem anderen kommt, der uns bewegt, der uns beflügelt und der uns in unserem Tun segnet. Das macht das Arbeiten und Wirken von Kirche und Diakonie, egal ob in der Gemeindearbeit oder in den vielen Handlungsfeldern Diakonie, so herausfordernd, aber auch so wunderschön. Egal ob da oder dort, was wir gerne, wo wir einen Beitrag leisten wollen, ist, dass das Wort Gottes konkrete Gestalt gibt. Das Wort Gottes, das ein Wort des Friedens ist, ein Wort der Geschwisterlichkeit, ein Wort der Freiheit und Verantwortung, ein Wort der Hoffnung. Und so sind wir miteinander Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen. Und ich denke nicht nur an diesem Selbstbild und diesem Selbstverständnis und diesem tiefen Hineinverankertsein in unser christliches Bekenntnis, verstehen wir uns, sondern ich habe auch die ganz große Vision, dass Diakonie und Kirche auch ganz viel miteinander arbeiten kann. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch gemeinsam Zukunft zu gestalten. Das war ja gerade Thema, Hans-Peter Premur hat es gesagt, ihr habt euch über die Zukunft der Welt unterhalten, das ist eine spannende Frage, ist ja auch schon manchmal in den Sinn gekommen, obwohl ich die Gegenwart schon wirklich herausfordernd genug finde. Aber ich denke, da gibt es viele gemeinsame Ideen und deshalb möchte ich euch gerne zur Diakonie nach Habach einladen ins Bistro Gernda. Das ist ein Bistro geführt von Menschen mit und ohne Behinderung, mitten in dem Sozialraum Habach. Und
nicht nur euch, sondern auch gerne das Presbyterium und alle Interessierten der Gemeinde einfach mal zeigen, was Diakonie dort macht. Ich denke, dass wir, wenn wir das Evangelium kommunizieren in dieser Welt, dann heißt das immer, dass wir Menschen so begleiten wollen, dass sich ein Stück weit Himmel und Erde begegnen. Und ich denke, das gelingt dort in einer wirklich, in einem ganz tollen, inklusiven Projekt auch ein Stück weit. Und im Bistro Gernda haben wir dann auch die Gelegenheit, weitere Ideen zu spinnen oder auch an unserem Buch über die theologischen Ehepaare weiter nachzudenken. Und für einen kleinen Vorgeschmack habe ich einen Korb mitgebracht mit allen möglichen schönen Dingen, aber auch geschmackvollen aus der Stadtwerkstatt und freue mich auf gemeinsame Wege. Euch alles Liebe, Gottes Segen, euch beiden, aber auch der ganzen Gemeinde. Bezeichne ich sie jetzt einmal, beide iranischstämmig, einer sogar Presbyter und hat sich in den letzten Jahren sehr aktiv in das Gemeindeleben eingebracht, hat schon einen gleich Musiker mitgenommen, also Community wird immer aktiver. Nach dieser musikalischen Einlage erfolgen dann die Abkündigungen und weitere Worte durch das schon mehrfach genannte Pfarrer.